So, kommen wir zu Kampf Nummer 4. Können wir auch mal wieder noch Namen üben, ne? Amariat Abdul-Jabbar gegen Soheb Bouafia. Soheb Bouafia in der blauen Ecke, Amariat Abdul-Jabbar in der roten Ecke. Ja, schauen wir mal, was das Duell zu bieten hat. Deutschland gegen Frankreich. Deutlicher Größenunterschied. Also, Runde 1. Der Franzose sieht riesig aus, im Gegensatz zu dem Deutschen. Also, ist ja schon, ist ja Schwergewicht, das heißt also nach 91 Kilo. Schauen wir mal, wie das hier ausgeht. Also das könnte interessant werden. Ja, der Deutsche probiert natürlich ranzukommen an den größeren Mann, den Infight zu suchen. Kann man ihm natürlich auch nur raten. Ja, ich glaube, der Schlag, den wir jetzt vom Deutschen am häufigsten sehen werden, wird der rechte Overcross sein über die linke Führhand vom Franzosen, damit der quasi die Größe ein bisschen wegmachen kann. Wundert mich, also der Deutsche gefällt mir soweit ganz gut. Mich wundert, was der Franzose da macht, dass er das so zulässt, dass der Deutsche da rankommt. Denn der größere Mann hat ja im Infight eher so seine Probleme, ne? Ja, größtenteils schon. Da liegt ja dann an den langen Armen meistens, dass man die Winkel dann gar nicht mehr richtig einhalten kann. Aber er macht das mit. Also ist dann vielleicht auch nicht mehr technisch ganz so sauber, weil natürlich viel im Infight jetzt passiert, viel geschubst und gerangelt wird. Bisher macht das Abdul-Jabbar aber ganz gut, finde ich. Der Franzose müsste natürlich probieren, ihn vielmehr mit dem Jab vom Leib zu halten. Ne? Das passiert aber gar nicht. Jetzt wieder harte Linke zum Kopf vom Franzosen. Der Deutsche arbeitet auch viel mit Uppercuts, habe ich gesehen. Ja, schöne Körpertreffer auch immer wieder. Also er weiß, was er am Mann machen muss, der Abdul-Jabbar. Ja, da war zweimal jetzt... Oh ja, schöne Linke zum Kopf. Aber auch wenn er mal in der Distanz ist, kommt von dem Franzosen überhaupt kein Jab. Nee, also den sieht man relativ selten. Also mich wundert es, dass der jetzt gerade so die erste Minute oder anderthalb Minuten halt sogar den Infight einfach so zugelassen hat, ohne irgendwie... Passiv, war ziemlich passiv. Ja. Jetzt kam mal der Jab gut durch, hat Abdul-Jabbar auch ein bisschen durchgeschüttelt. Ja, 30 Sekunden. Wieder wildes Gerangel im Infight. Und wieder eine Hand mehr drin, auch beim Deutschen. Also ich würde ihm die erste Runde geben. Da kam mir vom Franzosen ein bisschen zu wenig. Auch viele Körpertreffer vom Deutschen dabei, hat mir insgesamt gut gefallen. In der Gewichtsklasse wird es natürlich spannend sein, was macht die Kondition. Wenn man schwer ist oder auch einen hohen Anteil an Muskelmasse hat, dann die Muskeln müssen mit Sauerstoff versorgt werden. Und wenn man dann so 3x3 Minuten hat, wo man auch harte Schläge schlagen möchte und will und auch tut, ja, dann kann es sein, dass in der dritten Runde dann alles so ein bisschen schwächelt. Du bist ja auch ziemlich schwer. Und hast viele Muskeln, ne? Würdest du 3x3 Minuten so ein Tempo durchhalten wie der Deutsche? Ich bezweifle das, dass er das 3 Runden wirklich so durchhalten kann. War sehr kraftintensiv die erste Runde für ihn. Ja, also ganz ehrlich, ich würde es nicht schaffen. Ich fand die erste Runde jetzt schon sehr intensiv von ihm. Ich glaube, in der Mitte der zweiten Runde würde ich einknicken. Ne? Also da muss man dann... Haushalten, ne? Genau, da muss man dann aushalten. Das ist ja auch so mit das Wichtigste dann, vor allen Dingen, wenn man in dieser Gewichtsklasse ist. Und da wird es interessant, wie macht der Franzose sich? Genau. Da? Wird er das ausnutzen? Oder vielleicht wie ist war das auch Teil der Taktik, dass er sagt, lass ihn in der ersten Runde mal kommen. Vielleicht haben die sich per Videostudium irgendwie vorbereitet und wissen, dass er vielleicht der andere in der ersten Runde sehr viel raushaut und dass jetzt seine Zeit in der zweiten Runde kommt. Man sieht jetzt, dass er zumindest mehr aufdreht, der Franzose. Diese Explosivität haben wir in der ersten Runde nicht gesehen im Infight. Ja,
mal, da muss der Ringlicht eigentlich auch mal langsam dazwischen. Also das ist mir ein bisschen zu lange gehalten. Aber das wäre natürlich vom Franzosen sehr klug. Ne? Also das, dann wäre das ein Fuchs, wenn er in der ersten Runde die ganzen Treffer am Körper und so alles zulässt, weil er weiß, dass er halt dann der Deutsche sich dann ausbohrt. Hm. Das wäre Wahnsinn. Aber in der Gewichtsklasse ist es natürlich auch so, geht man ein hohes Risiko, wenn man sich eine Runde lang durch den Ring prügeln lässt, ne? Weil ein Schlag kann da auch alles beenden. Ne? Das stimmt. Gucken wir mal, aber jetzt bewegt er sich irgendwie ein bisschen besser, der Franzose. Der Deutsche ein bisschen wild für mich. Ja, viel ins Leere geschlagen jetzt auch. Genau, der bleibt stehen, guckt darauf, was macht der Franzose und der versucht dann zu kontern und dann kommen 4, 5, 6 Schläge, die jetzt gerade ins Leere gegangen sind und das kostet natürlich auch extrem Kraft. Der Deutsche atmet jetzt auch durch den Mund, habe ich gesehen. Einmal kein gutes Zeichen. Gucken wir mal, jetzt kam ja wieder mal der Jab. Jetzt hat er wieder mit dem Jab vorbereitet. Der Deutsche geht jetzt nicht mehr so bedingungslos nach vorne. Man merkt, dass er pumpt, ne? Mhm. Ja, natürlich ein schönes taktisches Ding, ne? Und wir sind jetzt gerade Mitte, zweite Runde. Mhm. Jetzt merkt man noch, er lässt sich ein bisschen fallen auf den Gegner, ne? Ja, und der taumelt jetzt auch so ein bisschen wie so ein kleiner tapsiger Bär jetzt durch den Ring, ne? Und, also im Gegensatz zur ersten Runde, muss ich sagen, kommt da jetzt relativ wenig. Ja. Der Franzose für mich jetzt der Aktivere, ja. Versucht den Kampf zu bestimmen. Und du siehst, der atmet durch den Mund, der Deutsche, ne? Ja. Wohingegen der Franzose noch aus der durch die Nase atmet. Wirkt jetzt alles ein bisschen schwerfälliger beim Deutschen, Abdul Jabbar. Oh ja, der jetzt war nicht schlecht. Harte Rechte, schöner Uppercut jetzt auch nochmal von dem Franzosen. Das wird eine spannende dritte Runde. Also die zweite Runde, jetzt haben wir noch 30 Sekunden, würde ich auf jeden Fall dem Buafia geben. Also die Runde vom Deutschen, da kam wenig. Sehr wenig. Jetzt kam nochmal ein schöner Körpertreffer. Ja, oh, da war aber schon nach dem Gong. Ja, 1:1 in Runden, das wird richtig spannend, ne? Weil, wie wir jetzt gesagt haben, erste Runde viel rausgehauen beim Deutschen, zweite Runde. Ja, und da war, also wenn das in der französischen Ecke besprochen wurde, da, dass der Deutsche sich in der ersten Runde ausbauen soll, da. Na gut, ab, dann haben wir ihre Hausaufgaben aber gemacht. Also wirklich, nee, aber also in der ersten Runde muss man sagen, war der Deutsche viel besser, der Aktivere hat gute Treffer gelandet, vom Franzosen kam nicht viel, war die ganze Zeit passiv. Jetzt genau das Spiel, gleiche Spiel, nur mit getauschten Rollen, sodass beide jetzt eine Runde meiner Meinung nach gewonnen haben und jetzt die dritte Runde. Man hat es jetzt gesehen, der Deutsche atmet schon sehr, sehr schwer. Der Franzose scheint mir gefasster, ruhiger, steht auch, braucht keinen Runde Stuhl. Drei. Und das wird jetzt ein interessantes Ding. Ja, gucken wir mal. So, er wird nochmal abgeklatscht, ja. Das sind aber die letzten Liebesbekundungen und jetzt geht's. Ja, am Anfang der Runde hat man ja immer noch so ein bisschen die Kräfte, ne? Ich bin mal gespannt. Jetzt nach einer Minute dann in die dritte Runde rein, wer da wirklich dann die Oberhand hat. Oh ja, harte Treffer auf beiden Seiten, aber Innenhand, ja. Unsauber geschlagen. Aber es ist natürlich Risiko, ne, was der Deutsche macht. Also die Arme sind unten. Gerade bei den Reichweiten-Nachteilen. Versucht dann auf Konter zu gehen. Also ja, war aber auch nichts drin von dem Deutschen. Wild rausgeholt. Also die, ja. Manchmal, wenn der seine Haken schlägt, dann denkt man, Bud Spencer steht im Ring. Also technisch unsauber. Ja, muss ich sagen, ist der Deutsche schon unsauber. Da sind viele Innenhände dabei jetzt in den zwei Runden. Der Franzose ist da einfach technisch einfach besser aufgestellt. Ein bisschen. Hat auch die Hände immer oben. Das heißt, der Deutsche schwingt wild und dann sieht auf die Handschuhe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Der Franzose ist immer wachsam. Die Gefährlichkeit in Abdul Jabbar liegt jetzt natürlich im Infight und dass er dann da so wild losschlägt. In der Hoffnung, dass er da einfach mal einmal richtig trifft und dann
vielleicht den Baum fällt. Aber das macht er gut. Also der Franzose, schöne Maid-Bewegung, dann im Konter getroffen. Macht er da? Wollt er nochmal High Five irgendwie hinterm Rücken machen, oder? Ja, das war anscheinend Schlag hinterm Rücken. So, da hat es wieder geklingelt am Kopf vom Deutschen. Also ein sehr, sehr spannender, guter Kampf, wo man dann einfach auch sieht, wie sehr das nach Runde 1 auch kippen kann. Der Franzose macht jetzt auch clever den Schritt nach hinten, hat er in Runde gar nicht gemacht, in Runde 1 gar nicht gemacht. Ja. Geht schnell raus aus der effektiven Reichweite vom Abdul Jabbar. Also hat jetzt in der dritten Runde wahrscheinlich gemerkt, okay, alles was kommt, ist einfach sehr wild und ungestüm. Ich gehe einfach einen Schritt raus, bin dann wieder quasi außerhalb der Reichweite des Deutschen und versuche dann nochmal meinen Angriff neu quasi anzusetzen. Ne? Und die fehlende Kondition nimmt ihm wahrscheinlich auch ein bisschen die Schlagkraft, oder? Ja. Also und vor allem am allerschlimmsten, glaube ich, halt die Technik. Ne? Ja, da ist jetzt gar nicht mehr von da. Also das Technikhandbuch hat er jetzt komplett gelöscht. Das ist jetzt einfach nur noch Streetfight, ne? Genau. Und da ist der Franzose sehr gut aufgestellt. Also wir haben den jetzt über 3 Runden, haben wir den gesehen. In der ersten Runde relativ passiv, aber 2 Runden lang technisch sehr sauber. Hat für mich gewonnen. 2-1. Und das fand ich eigentlich richtig cool, weil wir eigentlich 2 unterschiedliche Kampfhälften gesehen haben. Also die erste Runde ganz klar, da gibt es nichts zu rütteln an den Deutschen, aber hat dann auch zu viel Pulver verschossen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und jetzt, weil wir vorhin über das Gefühl gesprochen haben, ob man merkt, ob eine Runde gut war, der Franzose sofort nach dem Gong die Faust geballt und Ja geschrien, oder beziehungsweise auf seine Sprache. Oui. Also man hat gesehen, er freut sich über die Runde. Also hat anscheinend ein sehr gutes Gefühl dabei gehabt jetzt. Kampf 11, Ergebnis, Punktsieger, rote Ecke. Das kann nicht. Corner. Oh. Das kann nicht sein. Also das habe ich komplett anders gesehen, finde ich persönlich schade. Also, tja, der Franzose wirkt auch ein bisschen überrascht, ich wirke auch überrascht. Ja. Bin ich persönlich nicht mit einverstanden, aber nach uns geht's ja nicht. Ich möchte den Franzosen trotzdem gerne wiedersehen, hat mir sehr gut gefallen, die taktische Einstellung. Gut, gucken wir mal, ob es beim nächsten Kampf, ob wir da wieder richtig liegen.